Hi, hi. Hoi, hoi. Hallo. Hi. Hallo. 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 Hallo, schön, dass du da bist. Und dann habe ich diesen Turm gebaut, aber sie hat ihn leider kaputt gemacht irgendwie, aber das war ja am Ende gar nicht so schlimm. Ja genau, hier kann man ja einander vergeben zum Glück, so wie ich das letzte Woche erzählt habe. Ja genau, ich wollte nochmal sagen, das war richtig cool. Oh, ach guck mal, die Kids sind auch schon da. Ach, hi Kids. Hey Kids, cool, dass ihr dabei seid. Also, macht's euch schon mal auf dem Sofa bereit und freut euch auf den Icebreaker. Hey Kids, wir haben heute ein Experiment für euch. Wir wollen schauen, wie schnell die Dinge kaputt gehen, die wir uns ausgesucht haben. Bleibt dran. So, diese Glasflasche auf meinem Kopf werden wir gleich runterfallen lassen aus verschiedenen Höhen. Und ihr könnt mal mitraten, ab welcher Höhe das kaputt geht. Was glaubt ihr? So, das ist Stufe 1. Glaubst du, dass es hier jetzt schon kaputt geht? Noch nicht. So, das ist Stufe 2 von hier oben. Glaubst du, dass es hier kaputt geht? Lass es uns herausfinden. So, das ist ein Brett und das ist so dick. Und das wollen wir jetzt einmal versuchen durchzubrechen, indem erst eine Person in Stufe 1 aussteigt, dann zwei in Stufe 2 und in Stufe 3 hüpfen zwei Leute drauf. Was glaubt ihr, wann bricht es durch? Stufe 1. Stufe 1, es ist nicht kaputt gegangen. Stufe 2. Stufe 2, es ist immer noch nicht kaputt gegangen. Stufe 3. Stufe 3, es ist kaputt gegangen. So, unser nächstes Experiment dreht sich darum, wie schnell ein Luftballon oder ein Wasserballon kaputt gehen. Schauen wir mal, was zuerst platzt. Die erste Stufe ist zu schauen, ob ein Ziegelstein unseren Luftballon und unser Wasserballon zum Platzen bringt. Der Luftballon ist noch ganz. So, schauen wir jetzt mal, wie es mit dem Wasserballon aussieht, wenn ich den Ziegelstein raufwerfe. Auch der Wasserballon ist nicht geplatzt. So, Stufe 1 hat unsere Ballons nicht zum Platzen gebracht. Schauen wir mal, wie es mit Stufe 2 aussieht. Wenn ich bei meinem Auto hier unter die Reifen packe und dann rückwärts drüber fahre. Wir starten mit dem Luftballon. Der eine Luftballon hat es nicht geschafft, der andere dafür aber schon. Wer hätte das gedacht? Hält ganz schön viel aus, unser Freund. Das gleiche nochmal mit dem Wasserballon. Schauen wir mal, wie es damit aussieht. Beide haben es überlebt, allerdings mit kleinen Blessuren. So, das waren ja spannende Experimente. Wer hätte das gedacht, dass einige Sachen so schnell kaputt gehen und andere so lange halten? Die Glasflasche ist auf jeden Fall am schnellsten kaputt gegangen. Wo habt ihr gedacht, dass es gepasst hat? Und wo habt ihr gedacht, oh, da habe ich vielleicht falsch gelegen? Und was hättet ihr gedacht? Wie lange halten die Luftballons durch? Die waren ganz schön stark, oder? Was dachtest du, wäre das stärkste Material? Der Icebreaker war so lustig heute. Oh ja, aber Lani, was machst du denn da? Ich staubsaug hier, es ist hier so schmutzig. Ja, aber Lani, die Kids sind doch schon da, der Lobpreis fängt gleich an und Sams Abenteuer. Und die Spielzeit darfst du nicht vergessen. Oh echt, es geht schon los? Ja. Ich freue mich schon voll auf den Lobpreis. Ich mich auch. Guten Morgen, Kinder. Es ist wieder Sonntag. Wir wollen Gott wieder preisen. Kommt, macht mit. Steht auf. Wir fangen an. Let's go. Ich komm zu dir voller Dankbarkeit für das, was du tust. Ich komm zu dir, gebe dir mein Lob für den neuen Tag. Du bist der
erstaunlich, reges ewig, mein Gott. Yes! Wie du es niemand, auch sah dir keiner, mein Gott. Wo immer ich auch bin! Wo immer ich auch bin, preise ich deinen Namen. In allem her gebe ich dir mein Lob. Wo immer ich auch bin, preise ich deinen Namen. Dich zu erhöhen, ich komm zu dir. Steh dich Tag und Nacht, dich zu preisen, Herr. Du bist erstaunlich, regierst ewig, mein Gott. Yes, Jesus! Wie du es niemand, außer dir keiner, mein Gott. Wo immer ich auch bin, wo immer ich auch bin, preise ich deinen Namen. Dir mein Lob, wo immer ich auch bin, preise ich deinen Namen, preise deinen Namen, come on! Preise deinen Namen, wir feiern deinen Namen, preise deinen Namen, wir feiern deinen Namen. Was immer mir passiert, ich werde
Jesus, Herr, ich danke dir dafür, dass du es so gut mit uns meinst. Amen. Hey Kinder, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, bis dann. Oh, das war so cool, mit euch Gott zu loben und zu feiern. Ja, das ist jedes Mal so cool. Ich finde das so schön. Wollt ihr vielleicht was essen? Ich habe was vorbereitet. Wartet, ich komme gleich wieder. Gabi war heute so saufnig. Ich glaube, ich mache ihm jetzt mal eine Freude. Jetzt bin ich fertig mit Saufen. Ich hole mal den Gabi. Komm, Gabi, ich habe dein Zimmer aufgeräumt. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Das sieht richtig gut aus. Was steht bei meinen Sachen dran? Ich wollte dir eine Freude machen. Nee, aber das hat mir jetzt keine Freude gemacht. Ich wollte Gabi eine Freude machen. Ich wollte auch nur gut sein. Was soll ich machen? Ich wollte Gabi nur eine Freude machen. Und jetzt freut er sich nicht. Meinst du wirklich, ich soll normal sein? Okay, dann male ich ihm ein Bild. Ich habe dir ein Bild gemalt. Oh, das ist ja schön. Weil Junior, weißt du, ich hab dich auch lieb, wenn du nichts machst. Du musst es gar nicht mehr zum Aufräumen. Ich hab dich auch so lieb, okay? Komm. Okay, einen Moment. Hi Kids, hey. Na, kennt ihr das? Habt ihr das vielleicht schon mal erlebt, dass ihr mit einem Fußball mal etwas kaputt geschossen habt? Vielleicht ein Fenster? Oder ihr habt vielleicht mal aus Versehen das Handy eurer Eltern fallen gelassen und dann war das kaputt. Oh, das kann ganz schön teuer werden, richtig? Und dann bekommt man auch noch ein schlechtes Gewissen. Kennt ihr das? Also ich kenne das. Und so ein Schaden, der muss immer bezahlt werden. Und wisst ihr, was noch viel teurer ist? Wenn man Menschen Schaden zufügt. Schaut mal her. Sams fünftes Abenteuer. Sam hatte Vergebung erfahren bei seinem Vater, dem König. Der Vater war so gut, voller Liebe, dass er Sam sogar verziehen hatte, als Sam die Edelsteine zerbrochen waren. Sam durfte immer zu dem Vater kommen, selbst wenn er etwas angestellt hatte. Das war so schön, dass er beschloss, den Schaden
wenigstens ein bisschen auszugleichen. Also stand Sam am nächsten Morgen schon früh auf, ging in den Garten und pflückte einen schönen Blumenstrauß und stellte ihn auf den Platz des Königs. Dann zog er sich eine Schürze an und deckte schon mal den Frühstückstisch. Er half fleißig in der Küche, verzichtete sogar auf das gemeinsame Frühstück mit den anderen. Er arbeitete mit im Garten, fütterte die Pferde und gab den Kaninchen Wasser. Er machte sogar sauber. Überall, wo es Arbeit gab, machte Sam sich dran und half tüchtig mit. Bis zum Abend arbeitete er hart und fleißig. Er legte sich völlig erschöpft und müde ins Bett. Er war es ja nicht gewohnt, so hart zu arbeiten. Nun konnte er doch mit sich zufrieden sein. Er hatte so viel gearbeitet und gute Leistung gebracht. Aber irgendetwas stimmte nicht. Inmitten der Nacht erwachte Sam aus dem Schlaf und sah den König, der an seinem Bett saß. Er schaute Sam an und fragte: »Sam, wo hast du den ganzen Tag gesteckt? Ich habe dich vermisst. Weshalb hast du mir denn gar nicht guten Morgen oder gute Nacht gesagt? Ich habe deinen Blumenstrauß gefunden. Der war sehr lieb gemeint. Dankeschön dafür, Sam. Aber du hast mir heute sehr gefehlt.« Sam begann dem König zu erklären, dass er einen Teil des Schadens wieder gut machen wollte, den er beim Zerbruch der Edelsteine angerichtet hatte. Doch der König antwortete ihm ernst: »Das ist nicht mehr deine Rechnung. Diesen Preis hat schon jemand anderes bezahlt. Ich sagte dir doch, Sam, dass wirklich alles gut ist. Hier bei mir darfst du lernen, dich beschenken zu lassen. Du kannst dir hier nichts selbst verdienen. In meinem Reich ist das so.« Das konnte Sam nicht verstehen. Er merkte aber, dass es dem König wichtig war. Deshalb wollte er es gerne lernen. Der König zog Sam liebevoll die Schürze aus, die er ganz vergessen hatte abzulegen, bevor er ins Bett ging, und deckte ihn sanft zu. Da merkte Sam, was ihm fehlte. Ihm fehlte die Gemeinschaft mit seinem Vater, dem König. Der Vater berührte ihn liebevoll am Arm und sagte zu dem Jungen: »Sam, ich freue mich schon auf morgen früh, wenn du wieder zu mir kommen wirst.« Sam schlief daraufhin ein. Es war das erste Mal, dass sich jemand auf Sam freute. Das berührte Sams Herz sehr. Mann, den Preis hat ein anderer bezahlt. Boah, was für eine geniale Lösung. Das ist so, wie wenn du mit deinem Fußball die Scheibe eingeschlagen hast und jemand vorbeikommt und sagt: »Hab ich schon bezahlt für dich, ist okay. Mach dir nichts mehr draus.« So ist das mit Gott. Er hat schon den Preis für uns bezahlt. Und wer hat den Preis bezahlt? Jesus. Wie hat er das gemacht? Als er am Kreuz für uns gestorben ist, hat er uns ein Geschenk gemacht. Moment. Er hat uns etwas geschenkt. Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Könnt ihr das lesen? Da steht vergeben drauf. Wisst ihr was? Jesus ist am Kreuz für uns gestorben und hat alles bezahlt. Jeden Schaden, den du und ich jemals getan haben, tun oder tun werden, alles hat er schon bezahlt. Er hat uns vergeben. Erinnerst du dich noch an die Story, die Johann letzte Woche erzählt hat, mit dem Rucksack und den Steinen? Da ging es auch ums Vergeben. Und wir müssen überhaupt nichts dafür tun. Du und ich, wir müssen nichts dafür tun, dass Gott uns vergibt. Er hat schon alles für uns getan, wir müssen es nur annehmen. Und wisst ihr, warum Jesus das getan hat? Damit wir wieder mit ihm zusammen sein können.
So wie hier, der Mann springt über den Riss, möchte wieder zusammen sein, über den Riss rübergehen und zusammen sein mit Gott. So wie bei Sam. Der König wollte nicht, dass Sam sich so viel Arbeit macht. Das brauchte er nicht mehr gut zu machen. Der König wollte einfach nur Zeit mit ihm verbringen. So wie der Vater mit seinem Kind. Gott will einfach nur Zeit mit dir verbringen, ohne dass du ein schlechtes Gewissen hast oder über das nachdenken musst, was du alles falsch gemacht hast oder was du vielleicht wieder richtig machen müsstest. Deswegen hat er den Preis bezahlt, um mit dir zusammen zu sein. Denn in Gottes Königreich, da werden wir beschenkt. Hey, und wenn du gerne mit Gott zusammen sein möchtest, wenn du gerne die Vergebung annehmen möchtest, also wenn du verstanden hast, oh, Gott hat für mich bezahlt, für alles, was ich an Schaden angerichtet habe, dann möchte ich jetzt gerne mit dir zusammen beten und dass wir zusammen Gott sagen, ich nehme das an, ich nehme die Vergebung an und jetzt möchte ich das mit dir wieder Zeit zusammen verbringen. Okay, können wir das machen? Vielleicht magst du da aufstehen oder da sitzen bleiben, wo du gerade sitzt und einfach nur deine Hand auf dein Herz legen und dann beten wir zusammen. Jesus, danke, dass du den Preis für mich bezahlt hast, damit wir zusammen sein können. Ich möchte mit dir zusammen sein und deswegen nehme ich deine Vergebung an. Ich gebe dir alles, was ich an Schaden angerichtet habe und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ab heute möchte ich ganz eng mit dir zusammen sein. Amen. Hey, wenn du das gerade gemacht hast, dann freue ich mich total und ich hoffe, du kannst es weiter erzählen. Erzähl es deinen Geschwistern oder Eltern. Hey, du sollst wissen, dass Gott mit dir gerne zusammen ist. Und ich freue mich schon zu hören, was du mit Gott erlebst. Und jetzt hab einen schönen Sonntag. Tschüss. Was ist denn heute mit Lani los? Die macht so viel für uns. Sie ist so großzügig heute. Ja, sie ist richtig hilfsbereit heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Und jetzt auch noch die Snacks. Schau mal, ich habe hier ein paar Snacks für euch. Und zwar einmal Schokobrötchen und Äpfel und Kinderriegel und Banane. Das ist ja richtig nett von dir, Lani. Aber warum machst du denn das heute alles für uns? Weißt du, Leonie, ich fühle mich immer noch so schlecht wegen letzter Woche, weil ich den Turm kaputt gemacht habe. Aber das musst du doch gar nicht. Ich habe dir doch für längst verziehen. Wie wir heute doch gehört haben, Lani. Du musst nichts bezahlen. Hier wirst du nur beschenkt. Wie? Ich muss nichts mehr bezahlen? Du musst dir hier nichts verdienen. Es wurde alles schon für dich getan. Boah, das ist ja total cool. Boah, das freut mich ja mega. Komm, Sophia. Mama, ich hab keine Lust mehr. Können wir nicht irgendwas spielen oder so? Geht euch das auch manchmal so? Ihr geht mit der Familie spazieren und dann habt ihr keine Lust mehr, einfach nur zu laufen. Und dann habe ich eine Idee für euch. Guckt mal, hier ist alles voller Stöcke. Komm, wir suchen jetzt mal mindestens 10 Stöcke. Und dann spielen wir Mikado. Ja, gute Idee. Ja, komm. Aber gerade, also sowas hier. Vielleicht. Nicht sowas, der ist zu verästelt. Obwohl, kurze gehen besser. Hey! So, dann macht er ein bisschen sauber. So, willst du? Ja. Dann nehmt ihr die Stecke in die Hand. Das sind viele. Und lass sie einfach los. So. So. Und jetzt? Jetzt fängst du an. Und du nimmst die Stöcke. Wir müssen jetzt Stöcke aufsammeln. Und wenn sich eine bewegt, dann ist der andere dran und wer am Schluss die meisten Stöcke hat. Okay. So, und ich passe auf, dass sich ja nichts bewegt. Ah, das hat gewackelt. Okay. Oh nein. Der hat aber ganz schön stark gewackelt. Der hat nicht gewackelt. Jetzt muss ich den wieder hinlegen, Mann. Okay. Ich wackel.
Also merkt euch, wenn man schnell macht, sieht was nicht. Hat, darf man noch mal. Ah, das hat aber ganz schön doll gewackelt. Okay. Du ein, ich ein. Fertig. Okay, jetzt Punkte. Stöcker zählen. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Mama hat gewonnen. Puh. Jetzt haben wir so viel gespielt. Ich bin ganz schön erschöpft. Ich glaube, da muss ich erstmal in die Hängematte. Sophia, komm! Oh. Hallo! Wir werden heute mit unseren Händen und Fingern malen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr braucht, um mit den Fingern zu malen, Stempelkissen und einen Stift, mit dem ihr gute Linien zeichnen könnt. Ihr geht mit dem Finger auf das Stempelkissen drauf und drückt das auf das Papier drauf. So. Und das macht ihr jetzt ganz oft. Da nur grün sieht irgendwie langweilig aus. Nehmen wir noch eine andere Farbe. Jetzt sind da ganz viele Finger, aber selbst das sieht langweilig aus. Ah, wir haben ja noch den Stift. Damit können wir jetzt alles Mögliche darauf malen. Zum Beispiel wird hier draus ein Vogel. Oder hier draus wird ein lustiger Mensch. Ihr habt bestimmt noch bessere Ideen als ich. So, und jetzt mal. Jetzt sieht die Hand wunderschön aus und die patscht ihr dann auf das Bild drauf. Gut festdrücken. Und tada, da ist eine Hand. Und das machen wir jetzt nochmal mit der Farbe hier. Eine Ewigkeit später. So, die Hand ist jetzt ganz rot und die kommt zu der anderen Hand drauf. Und zack, tada, noch eine wunderschöne Hand. Das ist so schön, das alles zu wissen. Das ist einfach wirklich wunderbar. Das finde ich auch. Und ich erst. Und ich freue mich auch schon richtig auf die nächste Woche. Wie sieht es eigentlich mit der nächsten Kids-Challenge aus? Stimmt ja, die hätte ich schon fast vergessen. Johann, hast du Lust, die nächste Kids-Challenge zu erklären? Ja, klar. Das wird eine richtig coole Challenge, weil ihr alle mitmachen könnt. Und das könnt ihr, weil bestimmt jeder von euch irgendwas richtig gut kann. Ihr könnt vielleicht richtig gut malen oder turnen oder irgendwas richtig gut basteln. Und dann könnt ihr einfach ein Bild davon machen oder ein Video und dann schickt ihr das einfach an unsere E-Mail-Adresse oder postet das auf Instagram. Genau. Also seid dabei und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!